Zeitqualität, Maskenpflicht. Für alle, die auf die Schnelle jetzt noch eine Lösung brauchen und etwas Ungewöhnliches suchen und vor allen Dingen für alle Brillenträger, habe ich eine super Idee. Ich komme aus der Kieferchirurgie und dort hatten wir, wenn es um bestimmte Eingriffe ging, wo eben Querschläger von Knochensplittern sein können, eine Schutzmaske auf. Alles, was ihr braucht, ist eine Folie, die ihr über eure Brille stülpen könnt. Ihr locht die Folie am Rand und habt dann eine super Möglichkeit, vielleicht sogar noch ein Statement unterzubringen. Ich bin sehr oft angesprochen worden jetzt in letzter Zeit auf meine Folie. Die wäre ja cool, wo man sowas herbekommt, und Leute, bitte selber machen. Wenn wir von Wertewandel sprechen, wenn wir von Paradigmenwechsel sprechen, dann bitte auch ein Statement mit unterbringen. Ihr braucht Laminierfolie, das ist alles, was ihr braucht. Ihr braucht Mut, das dann auch zu tragen. Aber ich denke mir, das lohnt sich. Das lohnt sich für uns alle, wenn wir für etwas einstehen. Und das ist global. Wir müssen aufwachen und wir müssen zusammenstehen. Das ist religionsübergreifend. Es ist völlig egal, ob Hindu, ob Muslim, ob Christ. Es ist völlig wurscht. Wir sitzen alle im gleichen Boot, schwimmen alle in der gleichen Suppe. Also bitte denkt mal drüber nach, ob ihr euch wirklich das Ganze mal so herstellt, dass ihr auch einen Wert, der euch wichtig ist, nach außen transportiert. Ja, mir ist jetzt wichtig, zurück in die Kraft zu kommen und aufzuwachen, dass die Menschen aufwachen. So, ihr könnt die Folie, wie gesagt, hier lochen und dann über die Brille. Und schon habt ihr eine perfekte Maske. Es ist ja nicht gesetzlich vorgeschrieben, was ihr tragt. Ja? Also nutzt es Ihr könnt, wie gesagt, einen Schnellhefter nehmen, ihr könnt das dann ausdrucken und dahinter kleben mit Tesafilm, ihr könnt das einlaminieren. Wenn ihr Kinder habt mit Brille, dann könnt ihr auch eine Geschenkpapierbordüre machen oder eine Stoffbordüre machen, auch nur eine Seite. Ja? Oder hier am Rand, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Aber wichtig ist, dass jetzt hier drauf kommt, für was stehe ich denn ein? Dafür braucht es jetzt ganz viele. Okay? Also das ist ganz easy, wenn ihr, ja, ich nehme das mal ab, damit ihr das mal seht. Ja, das ist jetzt einfach hier laminiert. Das ist abgerundet. Ja, ihr nehmt das natürlich quer. Dann ist das hier oben gelocht. So, und jetzt, wie wurschtle ich jetzt die Brille drum? Ja, also. Erst hier auf einer Seite, dann auf der anderen Seite und schon ist es fertig. Viel Spaß beim Tragen und nutzt das als Sprachrohr. In welcher Gesellschaft wollen wir leben?